Jetzt aber, wenn wir in vielen Bereichen zweit- oder drittstärkste Kraft sind, im Kreistag, im Gemeinderat, dann haben wir auch einen ganz anderen Anspruch. Wir werden jetzt auch in den kommunalen Parlamenten die Agenda setzen. Herzlich willkommen bei unserem heutigen Bürgerdialog der Landesgruppe Baden-Württemberg, der AfD-Bundestagsfraktion hier auf dem Rhein. Es freut mich, dass so viele gekommen sind. Es sind ungefähr 250 Leute auf dem Schiff. Und ich denke, wir werden heute eine sehr, sehr gute und schöne Zeit haben. Leider mit dem Wetter. Ich hatte jetzt schon gedacht, so super Sonnenschein, aber kaum sind wir losgefahren. Dann fängt es natürlich an zu regnen. Aber wahrscheinlich ist es leider Gottes die Stimmungslage in unserem Land. Die Situation in unserem Land wird wahrscheinlich hier wieder gespiegelt. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn wir erfolgreich sein werden, dann wird es in Deutschland auch die Sonne wieder scheinen, ganz bestimmt. Wir erleben ja die Situation hier in unserem Land. Ich habe gestern ein Video veröffentlicht, noch vor unserem Spiel, als unsere Nationalmannschaft, wie sie jetzt ja auch wieder heißen darf, sie darf ja jetzt wieder Nationalmannschaft heißen. Bis vor kurzem war es ja nur die Mannschaft, aber die haben wohl erkannt, dass die Menschen in unserem Land das nicht akzeptieren, sondern dass wir eine Nationalmannschaft haben und nicht irgendeine Mannschaft, sondern das ist die Mannschaft von Deutschland, das ist unsere Nationalmannschaft. Und was muss man erleben? Wir haben ja alle mitbekommen, die Polizei durfte keine Nationalfahnen an ihren Autos haben und sonst irgendwas, sondern nur die Regenbogenfahne. In jedem Land der Welt ist es völlig normal, dass natürlich auch Polizisten, Soldaten und sonstige öffentliche Bediensteten und eigentlich die ganzen Bürger eines Landes hinter ihrer Nationalmannschaft stehen, stolz die eigene Fahne Schwarz-Rot-Gold zeigen. Nur in Deutschland wird es von dieser Regierung verboten. Den Polizisten und wie Sie ja auch lesen konnten, auch der Bundeswehr. Man muss sich das mal überlegen. Da sollen Soldaten, was gelobt ein Soldat, wenn er bei der Bundeswehr ist? Er gelobt, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Notfalls mit seinem Leben. Und diesen wird jetzt verboten, die Schwarz-Rot-Gold zu zeigen. Unser verfassungsgemäßen, verbrieften Farben unseres Landes öffentlich zu zeigen während der Europameisterschaft. Und das ist ein direkter Befehl dieser Regierung. Und gleichzeitig kommt Pistorius, der Verteidigungsminister, um die Ecke und will jetzt alle 18-Jährigen und so weiter anschreiben und fragen, ob sie bereit sind, in dieser Bundeswehr zu dienen, die dann am Ende für diese Ampelregierung kämpfen soll. Was für ein Wahnsinn ist das denn eigentlich? Gleichzeitig gibt es ja auch immer mehr Involvierung in diesen Krieg in der Ukraine. Man muss sich das mal überlegen. Vor ein paar Monaten haben deutsche Generäle darüber diskutiert, wie man mit deutschen Raketen einen direkten Angriff auf russisches Territorium durchführen kann. Und es war authentisch, es wurde nicht bestritten. Und deutsche Generäle diskutieren so einen direkten Angriff auf ein anderes Land mit Sicherheit nicht ohne Billigung der Bundesregierung. Sondern die diskutieren deshalb darüber, weil sie genau diesen Auftrag vom Verteidigungsminister bekommen haben. Und dieser Verteidigungsminister möchte jetzt unsere Kinder einziehen, die Wehrpflicht wieder einführen. Und am Ende wird gleichzeitig darüber diskutiert, ob man mit Bodentruppen in die Ukraine gehen soll. Genau das sagt doch der französische Präsident Macron, der schlägt vor, man soll Bodentruppen dorthin schicken. Und die wollen ja jetzt auch, sie nennen es Ausbilder, aber sie wollen Soldaten in die Ukraine schicken. Und das wirklich von Politikern zu hören, die selber niemals, die den Wehrdienst verweigert haben, in einer ganz anderen Zeit, wo es wirklich um die Verteidigung unseres Vaterlandes ging,
und den Schutz der Bürger und deren Kinder mit Sicherheit nicht Wehrdienst leisten werden. Die wollen aber, dass unsere Kinder in diese Bundeswehr gehen und für diese Regierung die Kastanien aus dem Feuer holen. Und das werden wir nicht zulassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die sollen ihre eigenen Kinder dahin schicken, wenn sie so einen Wahnsinn tun wollen. Wir haben ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache erreicht. Vor wenigen Wochen haben wir die Kommunalwahlen in vielen Ländern, Bundesländern in Deutschland, insbesondere auch in Baden-Württemberg gehabt und auch in Rheinland-Pfalz und haben dort hervorragende Ergebnisse erzielt. Wir sind in vielen Gemeinden drittstärkste, zweitstärkste Kraft. In Pforzheim sind wir sogar die stärkste Kraft im Stadtrat. Herzlichen Glückwunsch nach Pforzheim. Und wir haben natürlich auch jetzt einen ganz anderen Anspruch. Denn bisher war es ja so, wir waren in der Regel kleine Fraktionen, kleine Gruppen in Kreistagen oder in den Gemeinderäten. Wir konnten wenig bewegen. Wir konnten immer nur versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Jetzt aber, wenn wir in vielen Bereichen zweit- oder drittstärkste Kraft sind, im Kreistag, im Gemeinderat, dann haben wir auch einen ganz anderen Anspruch. Dann haben wir den Anspruch, dass die 180-Grad-Wende, nämlich jetzt auf der kommunalen Ebene, beginnt, die wir in den nächsten Monaten und Jahren auf der Landes- und Bundesebene fortsetzen werden, liebe Freunde. Wir werden jetzt auch in den kommunalen Parlamenten die Agenda setzen. Wir werden dafür sorgen, dass beispielsweise die Altparteien ihr Wort halten müssen und dass die Grundsteuer auch aufkommensneutral umgesetzt wird. Sie wissen ja, die Grundsteuer bezahlt jeder, ob er Mieter oder Eigentümer ist. Die wird direkt auf ihre Miete umgeschlagen. Und bei der Grundsteuerreform wurde von der Bundesregierung damals versprochen, die wird aufkommensneutral sein. Jeder von Ihnen, der aber zwischenzeitlich seine Steuererklärung dazu hat abgeben müssen, stellt fest, wenn die Hebesätze so bleiben, wie sie jetzt sind, bezahlen die meisten doppelt so viel wie vorher. Also statt vielleicht 500 Euro, 1000 Euro oder noch mehr. Es gibt Beispiele bis zu 12.000 Euro in Freiburg, weil in Baden-Württemberg ja auch aus meiner Sicht eine völlig verfassungswidrige Regelung ist. In Baden-Württemberg geht es bei der Grundsteuer einzig und allein darum, wie groß das Grundstück ist. Und die zahlen das Gleiche, ob auf ihrem Grundstück eine Hundehütte steht oder ein Schloss. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist eine soziale Diskriminierung, die wirklich nicht schlimmer geht. Und die werden mit Sicherheit als verfassungswidrig erklärt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir in der nächsten Landesregierung dafür sorgen, dass dieser Wahnsinn ebenfalls gestoppt wird. Und jetzt können wir in den Gemeinderäten aber das Notwehrrecht machen, nämlich die Höhe der Hebesätze legt der Gemeinderat fest. Und dort müssen wir jetzt, und ich kann es schon ankündigen, dass wir entsprechend versuchen, so eine Kampagne zu machen, flächendeckend in Baden-Württemberg Anträge in den Gemeinderäten einzubringen, dass die Grundsteuer aufkommensneutral werden muss und entsprechend die Hebesätze gesenkt werden, damit niemand am Ende mehr bezahlen muss als jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das wird unsere erste Kampagne sein. Dann werden wir uns natürlich massiv dafür einsetzen, dass auf Kreisebene Sachleistungen statt Geldleistungen in Zukunft an Asylbewerber gewährt werden. Das werden wir ebenfalls beantragen und damit die CDU unter Druck setzen. Und dann die größte Verrücktheit, die es ja noch gibt, nämlich die sogenannte Altersfeststellung von sogenannten minderjährigen Flüchtlingen. Ja? Sie wissen ja, wie das meistens heute in Baden-Württemberg in den meisten Landkreisen funktioniert. Das funktioniert folgendermaßen: Da kommt ein gut geschulter
Psychologe oder Sozialarbeiter, der führt dann ein Gespräch mit diesem Vollbärtigen und kann dann treffsicher nach 20 Minuten, halbe Stunde Gespräch feststellen, ob der 15, 16, 18, 35 oder 55 ist. Das ist überhaupt kein Problem, der ist so gut geschult, der kann das. Aber wir sagen, wir würden es lieber anders machen, wir würden nicht so viel Zeit verschwenden wollen. Wir würden einfach sagen, lasst uns eine Röntgenaufnahme machen und dann ist es medizinisch festgestellt. Und auch das wird auf der kommunalen Ebene entschieden, nämlich in einem Landratsamt oder in einer kreisfreien Stadt. Und auch das werden wir jetzt massiv einfordern. Denn Sie müssen mal verstehen, dass ein unbegleiteter Minderjähriger, der kostet im Jahr ungefähr 120.000 Euro. 10.000 Euro im Monat. In Hessen ist sogar ausgerechnet worden, dass er 200.000 im Jahr kostet. 10.000 Euro im Monat. Und jetzt frage ich Sie, wie viel gibt der Staat, wie viel gibt diese Regierung denn im Monat für unsere Kinder aus? Kriegen die auch 10.000 Euro jeden Monat? Nein, eben nicht. Und wir werden dafür sorgen, dass hier wieder mehr Gerechtigkeit kommt und dass auch unsere Kinder nicht ständig hinten runterfallen. Und dann, das ist also die Offensive, die wir jetzt auf den kommunalen Parlamenten starten werden. Dort werden wir die 180-Grad-Wende starten, im Land und im Bund dann fortsetzen, damit endlich dieses Regenwetter in Deutschland aufhört und in ganz Deutschland wieder die Sonne scheint, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dann haben wir natürlich noch den ganzen Wahnsinn mit den Experimenten dieser Regierung. Ist doch ein totaler Wahnsinn. Da sagt doch tatsächlich der Wirtschaftsminister Habeck, ja, das mit dem Heizungshammer, das war mal so ein Experiment. Ich wollte mal gucken, wie weit denn die Leute das akzeptieren, wie viel Geld, wie viel von ihrem Wohlstand sie denn hergeben. Ob sie wirklich bereit sind, sich bis auf die Unterhose auszuziehen. Genau das ist ja der Fall. Das ist ja ein Wahnsinn. Eine Regierung, die Experimente mit 85 Millionen Menschen in unserem Land macht. So eine Regierung gehört abgewählt, liebe Freunde. Und wir müssen ja auch mal sehen, das ist ja kein Experiment. Also es wurde nicht mal nur was ausprobiert und dann wieder rückgängig gemacht, sondern lassen Sie sich nicht täuschen. Der Heizungshammer ist in Kraft. Der Heizungshammer ist in Kraft. Die Bauministerin hat gesagt bei der Regierungsbefragung, wer weiß, wie die Menschen in 10 bis 15 Jahren heizen werden, der muss eine Glaskugel haben. Dann habe ich gedacht, hä, seid ihr wahnsinnig? Dann habe ich die gefragt, ja, Frau Ministerin, habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Sie haben mir also jetzt mit dem Heizungsgesetz das verboten, was sicher funktioniert, nämlich den Neueinbau von Öl- und Gasheizungen, ohne zu wissen, wie die Menschen in Zukunft heizen sollen. Und genau das hat sie dann bestätigt. Weil sie hat dann gesagt, ja, natürlich mit viel Geschwurbel bestätigt. Sie hat dann gesagt, ja, da gibt es doch Wärmepumpen und da gibt es dies und jenes. Und dann die tollste Idee, die wir auch diese Woche im Bundestag diskutiert haben, ist wirklich, die wollen jetzt aus Scheiße Gold machen, liebe Freunde. Wirklich totaler Wahnsinn. Wir sollen jetzt in Zukunft mit unserem Abwasser heizen. Das ist die neueste Idee. Das ist auch das, was sie gesagt hat. Abwasser-Wärmepumpen. Und damit können wir dann den Heizbedarf von 85 Millionen Menschen decken. Also was für ein Wahnsinn. Mit so einer wirklich Scheiße, ja, beschäftigen wir uns im Deutschen Bundestag, weil diese Regierung komplett wahnsinnig ist. Haben Sie schon mal gehört, dass sich irgendeine andere Regierung auf der Welt, irgendein anderes Parlament auf der Welt mit so einem Mist, zu Deutsch gesagt, beschäftigt? Nee, die beschäftigen sich mit einer vernünftigen Energiestrategie. Die ganze Welt setzt auf Kernenergie und die braucht diesen ganzen Mist nicht. Die müssen nicht mit Abwasser heizen oder die andere Idee, die kommt. Kein Problem, wir machen jetzt das Wasserstoffmärchen.
das Wasserstoffmärchen. Ja, vom Kinderbuchautor Dr. Habeck geschrieben. Ja, man muss sich das mal überlegen, da wird jetzt wirklich tatsächlich gesagt, das kleinste Element der Welt, Wasserstoff, soll jetzt die Energiewende retten. Genau das wird gemacht. Jetzt ist aber nur ein bisschen ein Problem. Um 1 Kilowatt Wasserstoff herzustellen, brauchen Sie 2 Kilowattstunden Strom. Mindestens, vielleicht sogar 3. Eins ist doch dann klar, dann wird also Energie doppelt oder dreimal so teuer wie vorher. Und wer hat die höchsten Strompreise auf der Welt, weil dieser Wasserstoff soll mit Strom hergestellt werden? Wir haben schon die höchsten Strompreise der Welt, doppelt so hoch wie in Frankreich auf der anderen Rheinseite, ja, und doppelt so hoch wie in den meisten europäischen Nachbarländern. Und jetzt soll er quasi nochmal zweimal, dreimal so hoch sein. Das wird völlig unbezahlbar. Das kann jeder Grundschüler kann das ausrechnen. Aber natürlich ein Mann wie Habeck nicht. Wie in einem echten Märchen hoffen die, dass sie eine Märchenfee retten wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das wird nicht passieren, aber die AfD wird an die Regierung kommen und dieses Märchen beenden. Und dann wird ja noch darüber geredet, ja, dass es ganz schrecklich wird, wenn die AfD die Bundesregierung stellen würde. Weil dann würden ganz massenhaft die Industrie und die Arbeitsplätze Deutschland verlassen. Und jetzt frage ich mich, was passiert eigentlich im Moment gerade in unserem Land? Was passiert denn eigentlich gerade im Moment? BASF investiert 10 Milliarden Euro in China für neue Arbeitsplätze. BMW verlagert seine Motorenproduktion nach England. Daimler verlagert seine Motorenproduktion nach China. Seine Verbrennermotorenproduktion. Also ein Produkt für viele 100 Millionen Euro. Also ein Produkt, das es eigentlich in ein paar Jahren gar nicht mehr geben soll. Warum investiert dann Mercedes hunderte von Millionen Euro in Produktionslinien und Forschung in China, wenn es doch das Produkt in wenigen Jahren gar nicht mehr gibt? Weil sie einfach belogen werden. Natürlich wird es dieses Produkt weitergeben. E-Mobilität ist eine Spinnerei, ist ein Nischenmarkt, aber nicht dafür geeignet, den Massenverkehr zu machen. Weil wir müssen uns auch mal überlegen, was für ein Irrsinn ist denn das mit diesem E-Mobilität? Ja? 4 Gründe müssen erfüllt sein, damit es sich für Sie überhaupt lohnt, ein E-Mobil zu kaufen. Wenn Sie 4 Gründe erfüllt sind. Erstens mal, wenn Sie eine hohe staatliche Subvention bekommen. Bis letztes Jahr gab es ja 9.000 Euro. Die gibt es jetzt nicht mehr. Damit ist die erste Bedingung schon weg, weil dann ist der Preis viel zu teuer. Dann sollten Sie auf jeden Fall eine Solaranlage auf dem Dach haben, damit Sie wenigstens den Strompreis ein bisschen senken können. Weil sonst können Sie die Preise gar nicht bezahlen. Das ist mir exorbitant teuer. Dann sollten Sie in jedem Fall das Auto nur leasen. In keinem Fall kaufen. Weil nach 8 Jahren ist die Batterie tot. Und die Batterie kostet 10.000 Euro mindestens. So, und jetzt frage ich Sie, was ist denn Ihr Auto nach 7 Jahren noch wert, wenn Sie da eins kaufen, für 40.000 Euro zum Beispiel oder so. Eben, da kriegen Sie keine 10.000. Das heißt, dieses Auto kauft Ihnen gar niemand ab. Sie müssen doch froh sein, wenn Sie es verschenken können und jemand eine neue Batterie kauft. Das heißt, es gibt keinen Gebrauchtwagenmarkt. Das können Sie komplett vergessen. Und der letzte Punkt ist natürlich, den habe ich jetzt vergessen. Aber ich glaube, diese 3 Punkte sind schon genug. Diese 3 Punkte sind schon genug. Diese 3 Punkte sind schon genug. Also es macht keinen Sinn. Braucht zur Solaranlage noch Speicher? Wir brauchen auch noch einen Speicher, natürlich. Aber ja, Sie wissen ja, wie das mit dem Speicher ist. Frau Baerbock hat uns ja gesagt, dass wir den Strom ohne Probleme im Netz speichern können. Und dass es gar kein Problem ist, ja? Totaler Wahnsinn, funktioniert natürlich überhaupt gar nicht. So, und dann haben wir natürlich noch die Situation, also die Industrie verlässt unser Land.
Und die verlässt unser Land, weil wir die höchsten Energiepreise der Welt haben. Und die höchsten Energiepreise der Welt, sagt uns die Regierung, haben wir wegen Putin und wegen Corona und wegen dem Klimawandel. Jetzt frage ich mich aber, warum kostet der Strom in Frankreich die Hälfte? Die haben auch Corona gehabt, da gibt es angeblich auch den Klimawandel. Und für die müssten ja eigentlich auch Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg sein. Trotzdem kostet auch der Strom die Hälfte, weil die eben nicht so wahnsinnig sind wie wir. Wir müssen uns mal überlegen. Der Plan ist wirklich, bis 2030, das sind jetzt noch 6 Jahre, 5,5 Jahre, da sollen in Deutschland alle Kohlekraftwerke abgeschaltet sein. Alle Kohlekraftwerke abgeschaltet sein. Und dann gibt es noch ein paar wenige Gaskraftwerke. Die Kernkraftwerke haben sie schon abgeschaltet. Und dann hat diese Regierung Deutschland von Wind und Sonne komplett abhängig gemacht. Und da frage ich mich natürlich, was bei so einem Wetter wie heute passiert. Also die Solaranlagen, die werden relativ wenig produzieren, nämlich null. Und wenn jetzt ein bisschen wenig Wind weht, dann ist alles tot in diesem Land. Aber der Ministerpräsident Kretschmann hier in Baden-Württemberg hat auch dafür eine Lösung. Er hat ja gesagt, bei der Abschaltung von Philippsburg, dem vorletzten Kernkraftwerk hier in der Region, alles kein Problem, liebe Baden-Württemberger, die Energiesicherheit in Baden-Württemberg ist sichergestellt durch französische Atomkraftwerke. Ja, was für ein Irrsinn ist das denn? Was für ein Irrsinn ist das denn? Ich bin ja auch im Beirat der Bundesnetzagentur und da haben die uns ganz stolz letzten Montag bei der Beiratssitzung ihre neue Internetseite smart-mit-d.de vorgestellt und da kann man genau den aktuellen Stromproduktion in Deutschland und den Verbrauch sehen. Und da können Sie mal drauf gucken, da können Sie fast immer drauf gucken, wann Sie wollen. Wir haben meistens 10 bis 15 Gigawatt zu wenig Stromerzeugung. Und dann kommt der Strom nämlich aus Kohlekraftwerken in Polen und aus Atomkraftwerken in Frankreich. Und wenn der unwahrscheinliche Fall mal eintritt, dass wir zu viel produzieren, weil ganz viel Wind im Netz ist, dann werden Sie dort einen Negativpreis feststellen. Ja? Es wird ja immer gesagt, der billigste Strom, den es gibt, ist die Windenergie, der Windstrom aus Norddeutschland. Das ist das, was die Regierung, die Ampelregierung Ihnen sagt. Ja, ich sage Ihnen, das ist richtig. Das ist wirklich der billigste Strom. Der hat nämlich sogar Negativpreise. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, dass wir diejenigen sind, die den Strom verkaufen. Und wenn ein Produkt einen Negativpreis hat, dann heißt es zu Deutsch, Sie müssen demjenigen, der das Produkt abnimmt, Geld geben, damit er das Produkt nimmt. Und wir müssen jedes Jahr hunderte von Millionen Euro an Frankreich, an Österreich und sonstige Nachbarländer bezahlen, damit die bitte, bitte uns den Strom abnehmen, weil nämlich sonst bei uns das Stromnetz zusammenbrechen würde. So wahnsinnig ist diese Regierung und wir werden das in jedem Fall stoppen. Und dann gibt es ja noch so einen weiteren Wahnsinn. Ich komme mal kurz zurück zum Heizungshammer. Was hat man Ihnen gesagt? Zum Beispiel in Karlsruhe, ja? Alles kein Problem. Die Stadt Karlsruhe sagt, wir stellen jetzt so viele wie möglich Haushalte, stellen wir jetzt auf Fernwärme um. Und dann ist das alles super, dann habt ihr die Bedingungen des Heizungshammers erfüllt und alles ist gut und alles ist klimaneutral. Jetzt stelle ich nur eine Frage. Wo kommt denn die Wärme für die Fernwärme in Karlsruhe her? Aus dem Kohlekraftwerk im Rheinhafen, wo wir losgefahren sind, und von der Ölraffinerie, von der Niro, da kommt es her. Und beides soll es doch in 10 Jahren gar nicht mehr geben. Das Kohlekraftwerk, alle Kohlekraftwerke sollen bis 2030, das sind 5,5 Jahre abgeschaltet sein. Und eine Ölraffinerie wollen die doch in Zukunft auch nicht mehr haben. Es soll doch kein Verbrennungsmotor mehr geben und gar nichts. Also wird diese Ölraffinerie, wenn die wirklich recht behalten mit ihren Plänen, wenn die das durchsetzen, auch nicht mehr geben. Und wo kommt dann die Wärme her, frage ich Sie. Wo kommt dann die Wärme her? Ich habe genau diese Frage in der Stadt öfters gestellt. In verschiedenen Aufsichtsräten, wo ich bin, habe ich die Frage gestellt, beispielsweise bei der Volkswohnung. Ja? Die wollen ja alle auf Fernwärme umstellen, haben gefragt, wo kommt die Energie dann her? Da haben sie keine Antwort. Es gibt keine Antwort. Die Antwort ist dann folgende. Die einzige Antwort, die kommt, ist,
dann kaufen wir halt Zertifikate in Island. Das heißt, die wollen sie verarschen zu Deutsch. Die veräppeln sie. Da wird nach wie vor das gleiche Gas, die gleiche Kohle und alles Mögliche dafür dienen, um diese Wärme herzustellen. Aber sie ist natürlich klimaneutral, weil sie für viele Millionen Euro Zertifikate aus Island gekauft werden, wo draufsteht, alles super, alles klimaneutral. Was für ein Wahnsinn. Das ist genauso irre. Das ist genauso irre wie diese Projekte. Haben Sie das mitbekommen? Diese Projekte, diese Klimaprojekte, die wir alle bezahlt haben, die 4,5 Milliarden Euro in China, die haben wir alle bezahlt. Die wurden aber nie umgesetzt. Das heißt, wir alle haben da Geld hinbezahlt. Unsere Regierung hat dort Geld hinbezahlt für Klimamaßnahmen, die niemals umgesetzt wurden. Einfach für nichts. Die haben sie halt einfach verarscht und gewesen. Die lachen sich jetzt wie tot über uns, ja? Die haben einfach gesagt, gib uns Geld und wir machen da irgendwas, so ein Klimaprojekt und so weiter. Die haben einfach gar nichts gemacht. Die haben einfach das Geld kassiert und nichts gemacht. So was nennt man eigentlich im echten Leben Veruntreuung. Stellen Sie sich mal vor, der Geschäftsführer eines Unternehmens würde das machen, 4,5 Milliarden Euro von einem Unternehmen einfach irgendwo hinzu überweisen, ohne zu überprüfen, ob tatsächlich die Leistung erbracht wird oder nicht. Der wäre vor Gericht wegen Untreue. Und genau da gehört diese Ampelregierung auch hin. Vor Gericht wegen Untreue, wegen Steuergeldverschwendung. Wenn wir uns die ganze Geschichte noch anschauen, bei uns steigen ja ständig die Steuern. Im Moment wird ja auch wieder über den Haushalt gestritten, kein Geld sei da und so weiter. Wie kann das eigentlich sein, wenn es im Moment so viel Steuereinnahmen wie noch nie gibt? Nämlich 1000 Milliarden Euro nimmt der Staat im Moment jedes Jahr an Steuern ein. 1000 Milliarden Euro, ein unvorstellbarer Betrag. Und trotzdem reicht es für nichts. Deswegen wurde Anfang des Jahres die CO2-Steuer um 50% erhöht. Und übrigens, in 6 Monaten, zum 1. Januar, wird sie nochmal um den gleichen Betrag erhöht werden. Totaler Wahnsinn. Nochmal Benzin, nochmal Öl, nochmal Gas, alles teurer. Die Mehrwertsteuer auf Fernwärme fast verdreifacht, die Mehrwertsteuer auf Gas fast verdreifacht. Die Mehrwertsteuer auf Gastronomie fast verdreifacht. Eine Plastiksteuer soll eingeführt werden. Und der Özdemir ist jetzt sogar fertig mit seinem Plan. Der gönnt Ihnen in Zukunft nicht mal mehr Ihr Schnitzel auf den Teller. Jetzt soll nämlich noch eine Fleischsteuer eingeführt werden. Die Steuer auf Fleisch soll um 43% erhöht werden. Was für ein Wahnsinn, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden alles dafür tun, diesen Wahnsinn zu stoppen. Also, warum muss also trotzdem, obwohl diese Steuereinnahmen fließen, immer weiter die Steuern erhöht werden? Weil unsere Regierung unser Geld in alle Welt verschenkt. Genauer wird es mit Sicherheit nachher noch mein Kollege Markus Grundmeier euch erzählen. Aber es ist ein totaler Wahnsinn. Wir müssen uns das mal überlegen. 33 Milliarden Euro an Entwicklungshilfe für Wahnsinnsprojekte, für Erikscha-Führerscheine in Indien, gendersensible Männerarbeit in der Karibik, für grüne Energie in Afrika, für grüne Kühlschränke in Kolumbien. Was für ein Wahnsinn. In Deutschland gibt es viele Menschen, die sich ernsthaft überlegen, ob sie sich tatsächlich einen neuen Kühlschrank leisten können. Und dort verschenken wir massenweise für Millionen von Euro Kühlschränke. Das kann ja wohl nicht wirklich wahr sein. Dann 35 Milliarden Euro, 35 Milliarden Euro an die EU jedes Jahr. 80 Milliarden Euro für Migration jedes Jahr, 80 Milliarden Euro. Und zwischenzeitlich haben wir bereits über 40 Milliarden Euro an die Ukraine überwiesen. Und dieser Plan, ich war ja auf dieser Aufbaukonferenz, ja, in Berlin, die da stattgefunden hat, ist, dass Deutschland in Zukunft 1% seines Bruttoinlandsproduktes an die Ukraine bezahlen soll. Jedes Jahr wären es weitere 40 Milliarden Euro. Sie müssen sich mal überlegen, in Deutschland ist kein Geld für nichts da. Kein Geld für Schulen renovieren, kein Geld für Kindergärten, kein Geld, damit Menschen
die über 40 Jahre in unserem Land gearbeitet haben, jeden Tag aufgestanden sind, ihre Steuern bezahlt haben, ihre Sozialabgaben bezahlt haben, gut von ihrer Rente leben können. Dafür ist kein Geld da, aber für die ganze Welt ist Geld da. Und wir werden diesen Wahnsinn beenden, das verspreche ich Ihnen. Denn für uns gilt unser Land und unsere Bürger zuerst. Herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren.